Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Knights of the Old Republic, wo wir letztes Mal unsere Gruppe um Mission Veo erweitert haben, die ihren Freund, ihren pelzigen Freund Salbar sucht und dass wir deswegen Karf gezwungen haben, mal die Schwerter in die Hand zu nehmen, anstatt mit den Blastern zu ballern. Was er nicht schön findet bestimmt, aber leider brauchen wir auch Nahkämpfer in der Gruppe. Wir können nicht alle als Fernkämpfer rumlaufen. Dann lenkt niemand Gegner ab und wir sterben alle und das ist nicht so schön für mich. Huch. Da ist eine Mine. Da ist noch mehr Minen. Ich finde das gut, dass Mission das so gut sieht. Ja, hier kannst du mal hier die Minen aufsammeln, bitte. Wenn wir die Minen haben, können wir die auch mal irgendwann legen. Vielleicht wollen wir mal irgendwann einen schönen Hinterhalt vorbereiten. Das macht doch Spaß. So einen ganzen Teppich an Splitterminen auf einen Haufen legen und dann... Ist da hinten jemand? Da hinten ist jemand. Yes? Der noch nicht feindlich gesinnt ist. Mal schauen, ob sich das noch ändert. Ein republikanischer Soldat? Seriously? Was macht der denn hier unten? Please. I can feel it inside my skin. Something growing. Like some kind of hideous disease. Soll ich ihm sagen zu warten? Vielleicht finden wir tatsächlich irgendwas, um ihm zu helfen. Aber ich habe ja irgendwie den Eindruck, dass wir nicht viel für ihn tun können. Wir haben bisher immer noch kein Serum gefunden, ne? Das ist natürlich ein bisschen traurig. Es tut mir leid, ich kann im Moment nichts für euch tun. Karf, das ist, hier, nimm mal hier und mach mal. Yes? Und überhaupt, ich geh mal hier ein Stück weg. Sehr gut. Mission, schießen. Brauchst nicht erst auf die Einladung warten. Mist. Hätte uns vielleicht helfen können, aber er war von der Rakul-Krankheit angesteckt und hat sich jetzt vor unseren Augen in einen Rakul verwandelt. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, schauen wir mal weiter, wie es hier hingeht. Ist das Haupttor? Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Was ist das? Sieht aus wie ein Sith. Aha. Haben wir unsere Sith-Rüstung nicht mehr? This is a restricted area. What are you doing down here? Jetzt pass mal auf, mein Freund, ich habe alle Ausweispapiere. Security papers. Oh, you're one of those trackers the commander sent down, right? I should have given you an armed escort. It's nasty down here. We've already lost one patrol. We figure the Rak Ghouls got them. We've had so many encounters with those things, we've actually run out of Rak Ghoul serum. Plus we've had several skirmishes with looters from those lower city swoop gangs. I'm telling you, we should just stay in the upper city where we're in control. Ihr sagt, ihr hättet bereits eine Patrouille verloren. Wo habt ihr die denn verloren? I didn't think they'd send anyone. They were in the southern section of the Undercity when we lost contact. I would have gone to investigate, but my orders are to search for those crashed escape pods, even if it means leaving another patrol to die. Reden auf die Nervenzeit, euch zu eliminieren. Warum eigentlich nicht? Aber war befolgt nicht einfach eure Befehle und sucht weiter nach der Kapsel. I'm not a fan of court martials and executions. I was just talking, you know. Nothing anyone has to mention to the commander. Come on, patrol, let's get back to it. The sooner we get this search done, the sooner we can get out of this mutant infested hole. Move out. Ich frage mich, ob wir ihn hätten angreifen können und ihn umbringen können, aber ich wollte eigentlich ungern hier durch das Spiel gehen und ständig meine Entscheidung revidieren, auch wenn ich vorher gespeichert habe. Deswegen mache ich es nicht, aber ich vermute mal, wir hätten auch ein bisschen konfrontativer daran gehen können und ihn umbringen können. Da vorne sind wieder Rakul. Abbrechen. Vielleicht können wir wieder den da hinten... Ja genau, lauf zu deinen Freunden und nimm die Granate mit. Mist.
Mach was, Korf. How'd you like that? You'll never get me. Aua. Huch, warum geht ihr jetzt da hinten hin? Also die Gruppe hat uns auch noch gar nicht im Ziel gehabt. Ist doch total unnötig. Wie, was macht das hässliche Vieh denn hier? Ja, ich mag's ja, wenn ihr sehr motiviert vorstürmt und weitere Gegner angreifen müsst, aber es war jetzt absolut nicht notwendig. Kommt man hier weiter? Ne, es sieht nur so aus. Ich muss immer mal die Ecken gucken, um gucken, ob da irgendwas ist. Wir brauchen ja den Loot, jetzt wo wir den Commander der Sith-Patrouille verschont haben. Hey Mission, alles in Ordnung? Du wirkst gerade so abwesend. Ich würde gerne ein bisschen mehr über dich erfahren, wenn wir hier schon so zusammen umherziehen. Nobody's ever really been interested in me before. What do you want to know? Wie bist du denn mit Saibar zusammengekommen? Das sieht irgendwie nach einer, das kam mir immer wie so eine sehr komische Kombination vor. Deswegen würde ich gerne mal hören, wo ihr, woher ihr euch kennt. My parents, well, I guess they're dead. It was just me on my own until the day I saw Zalbar in the lower city. I could tell right away he was in trouble. This was before the gang wars were out of hand. But even then, the Volkers were scum. A few of them were hassling Big Z, trying to pick a fight, but he wasn't looking for trouble. Wer würde denn auf die bescheuerte Idee kommen, sich mit einem Wookie anzulegen? Smart, but there were three of them. So maybe they figured they could handle him. I don't know. Anyway, I don't like the Volkers at the best of times. And when I saw them picking on this poor Wookie, all alone on a strange planet, overwhelmed by the big city, I just lost it. I screamed out, "Leave him alone, you core slimes!" and charged right at them. Well, one of them saw me coming and slapped me so hard he just about knocked me cold. Du hast Glück gehabt, dass er sich nicht mit dem Blaster über einen Haufen geschossen hat. You ain't my mother. I knew what I was doing. Those Volkers didn't scare me. They're nothing but cowards. I knew how to deal with them. Of course, I never got the chance. I guess Zalbar didn't like seeing me get smacked around. He let out this howl and yanked that Volker a meter up off the ground and held him there by his throat. Und was haben dann die anderen Volker gemacht? Hatten sie dann Angst und sind weggerannt? Can't say I blame them. The first time you see an angry Wookiee up close, it isn't a pretty sight. I thought Zalbar was gonna rip that punk's arms off and beat him to death with his own fists. The Volker was so scared, he fainted. Or maybe it was Big Z's breath just knocked him out. I keep telling Zalbar to brush those choppers at us, but he never listens. Just stay upwind when he's speaking and you'll be fine. Anyway, I knew those Volkers would be back with friends, so I grabbed Zalbar and we took off. Ever since then, we've been a team. We look out for each other, you know? Ja, das kann ich durchaus verstehen. Wie hast du denn überlebt, bevor du auf Saibar getroffen bist? Ich meine, du bist offensichtlich eine ziemlich fähige und auch einigermaßen intelligente junge Frau, aber es war bestimmt nicht einfach, oder? You think I can't take care of myself? I've got street smarts. I know how to get by on my own. In fact, I look out for Zalbar more than he looks out for me, you know? Big Z is a little bit too gullible to make it alone on the mean streets of the lower city. Wie kam denn Saibar nach Taris? Weil Wookies stammen ja nicht von Taris, sondern die haben ja ihren eigenen Heimatplaneten, Kashyyyk. Oh, wie kam denn der hierher? That's all I know, really. Big Z doesn't like to talk about it. In case you didn't notice, he's the strong, silent type. Doesn't much matter to me, though. I accept him for what he is, not what he was. Me and Zalbar like to live in the present. Okay, cool. Ja, wie wär's, wenn wir uns jetzt wieder unserer Aufgabe widmen? Like I used to tell my brother, fast talk and slick words don't get the job done. Ich wusste gar nicht, dass du einen Bruder hast. Vielleicht können wir ein anderes Mal darüber reden.
It just so happens, I don't really feel like talking about him right now. Nothing personal. Let's just get back to the business at hand, okay? Klar, machen wir dann irgendwann anders. Kein Problem. Eine Leiche eines Sith-Soldaten. Das ist wahrscheinlich die Patrouille, die der andere Commander vermisst hat. Mit einem schweren Kampfanzug, einem Blastergewehr, Energiestrahlsplitter. Interessant. Wieso gab es denn dafür jetzt einen Tagebucheintrag? Oder haben wir jetzt hier Rakul-Serum gefunden oder sowas? Da bin ich mir gar nicht... was haben wir jetzt hier? Nee. Das sind Dialoge. Feedback. Oh, neuer Tabu. Ein Rakul-Serum. Haben wir tatsächlich Rakul-Serum gefunden? Könnten wir jetzt vielleicht in dieses... vielleicht in das Krankenhaus der Ausgestoßenen hier gehen und die Leute und den Leuten da Serum anbieten. Wir können das natürlich auch für viel Geld verkaufen. Hatten wir ja schon mit mehreren Leuten Diskussionen drüber. Interessant. Was ist dann eigentlich für ein Kampferpanzer hier? 5 plus 4, okay. Was hast du eigentlich? Ach, was hat... was ist das? Nee. Graf, na. 6 plus 3, 5 plus 4... Militäranzug ist ein bisschen besser. Aber Mission braucht ja auch noch was. Die kann, glaube ich, den schweren Kampfanzug benutzen. Plus 4, so gut ist sie, glaube ich, mit Geschicklichkeit auch noch nicht. Ja, gut. Dann kann sie jetzt hier den Kampfpanzer benutzen. Hier geht's in die Kanalisation. Wir könnten ja mal eben zurück zum Lager der Ausgestoßenen gehen und schauen, ob wir mit dem Serum da irgendwas machen können. Falls wir da irgendwelchen Leuten helfen können oder so, müssen wir uns das mal überlegen. Ich meine, wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, will ich nicht unbedingt das gute, wir retten alle Seite des Spiels spielen, sondern ein leicht opportunistisch bis leicht böses Verhalten an den Tag legen. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Erstmal können wir, glaube ich, Rukil erzählen, dass wir seine Schülerin gefunden haben. Bin ja mal gespannt, was er da dazu zu sagen hat. Greetings once more, Upworlder. Do you bring news of my apprentice? Have you discovered her fate and proved yourself to be a true savior of my people? Eure Schülerin ist tot. Ich habe hier ihr Tagebuch. She joins the list of those who have given their lives in the service of our cause. But though I am saddened by this news, there is yet hope. By finding my apprentice, you have proved yourself worthy, Upworlder. You are to be the beacon on our path to salvation. You will guide us to the promised land. Da... warum sollte ich euch führen? Ich führe bestimmt niemanden irgendwo hin. Upworlder. Even my dim old eyes can see the mantle of destiny that cloaks you. Perhaps old Rukil knows you better than you know yourself. I am old. Da habe ich meinen Zweifel. I have lived 100 years in the Undercity, cast down into the darkness. I know the legends and history of our people, and now you must learn it too. Ich bin aber nicht an der Geschichte eures Volkes interessiert, alter Mann. Ich habe keine Absichten, euch irgendwo hinzuführen oder irgendwie was in der Richtung zu machen. Aber vielleicht ist dieses gelobte Land. Also ich meine, solche Geschichten haben ja oft irgendwie einen kleinen, wirklich historischen Kontext. Und möglicherweise ist dieses gelobte Land vielleicht irgendwas, was uns zu einem Schatz bringt oder sowas. Von daher werde ich ihm mal zuhören, aber ich habe da irgendwie so meine Skrupel, dass das für uns irgendwelchen Vorteil bringt. Deswegen, na gut, erzählt mir die dämliche Geschichte aus. Die Stadt des Tauers umfasst die ganze Oberfläche dieses Planeten. Es gibt kein Land, um Futter zu ernten. Kelp-Harvests und die Kreaturen des Sees sind unsere einzige Futterquelle. Ein Century ago. Rising levels of toxic pollution poisoned the oceans, and famine swept the planet.
The rich hoarded food for their own use, and the poor were left to starve and die. From what I've seen of Terrace, it doesn't look like much has changed. Except for the upper city, people here are just as bad off as the poor in your little history. But the poor rose up against this tyranny, and civil war engulfed the planet. Millions died in the fighting, and huge sections of Taris were destroyed or abandoned. The rebellion was crushed in the end. Thousands were taken prisoner. The jails could not hold them all, and so the practice of banishing all prisoners to the Undercity was born. Okay, und deswegen seid ihr jetzt also hier unten. Brave men and women were banished here to the Undercity for their part in the rebellion. People like my father and grandfather were cast down, along with their families. What did you expect? If they could get away with it, the Teresian nobles would stuff their own mothers down here to make more room in the upper city. Now we live a dark existence beneath the streets of Terrace, a life devoid of all hope but one, the Promised Land. And you will be the one to show us the way to get there. Wie könnte ich euch denn in das gelobte Land führen, wenn ich noch nicht mal weiß, was das ist, wo das ist und was ich davon habe? A self-sufficient colony, founded just before the famine and lost during the Civil War. A paradise beneath the Undercity, where droid servants tend to every need. For many years I searched for the Promised Land, just as my grandfather and father did before me. When I became old and gray, my apprentice continued the search on my behalf. Sounds like a myth to me. Something to give the people here some false hope to cling to so they don't go mad with despair. I have collected many clues hinting at the location. Ich dachte nicht, dass ich das mal sage, aber ich stimme Karf zu. My apprentice provides yet more information. But still, there are too many pieces missing from this puzzle. But I know my father and grandfather each had journals where they recorded their own discoveries. Perhaps, with their journals, I could at last uncover its hidden location. Ich habe übrigens eins dieser Tagebücher, nach denen ihr sucht. Well done. However, I see that this journal alone does not have enough clues for me to solve this mystery. Too many pieces are still missing. I'm afraid that only with all three journals, my grandfather's, my father's, and my apprentice's, will I be able to discover the location of the Promised Land? I will leave this journal with you for safekeeping for now. Perhaps it will aid you in your search for the others. I wish you luck, Upworlder, for the sake of the entire village. Also ich bin da skeptisch und tatsächlich mal auf der Seite von Karf. Jetzt können wir mal mit dem Heiler reden. Vielleicht können wir mit dem Serum ja den Leuten tatsächlich helfen. Ich habe ein Serum gebracht, mit dem man die Rakghul heilen könnte. But the serum is useless to us now. The villagers infected with the Rakghul disease have been quarantined beyond this gate. At any moment they could be transformed into terrible monsters. Nobody would be foolish enough to risk going in. Dann gehe ich halt selber durch das Tor, werde versuchen, den Infizierten zu helfen, oder wenn die nicht mehr zu helfen ist, dann werde ich sie erlösen von ihrem Leid. Gates, Upworlder. But if the infected ones have already transformed into Rakghuls, you'll be walking into your grave. Please, help us. We're infected with the Rakghul disease. At any moment we could... No! This cannot be... No! Karf, hingehen, spielen. Ich gehe mal kurz woanders hin. So, einer weg. Huch. Und gehen so weit nach da hinten. Karf ist down. Das noch erschießen, gute Arbeit.
Also Kick-Off, gut. Hier kannst du ja mal das Ding dir reinpfeifen. Yes. Glücklicherweise steht hier Heiler direkt neben uns. Da hinten sind auch noch Infizierte ausgestoßen, ne? Ich brauch mal Heilung, bitte. So, was ist mit euch? Please, please, you have to help us. We be- Ich habe Serum dabei. You have a cure? Please give it to me, please, quickly, before it's too late. Ich habe genug für beide, okay. Habe ich dann vielleicht noch genug für beide plus was, damit der Arzt oben da tatsächlich ein Heilmittel machen kann? Aber was gebt ihr mir denn für das Heilmittel? We have nothing, Upworlder. We are outcasts. All we have are the clothes on our backs. Please, Upworlder, show us mercy. Give us the cure out of the goodness of your heart. Das ist hart, aber ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich mal sagen, ich vergeude das Heilmittel nicht für einen Ausgestoßenen, der mir nichts dafür gibt. Ich muss auch auf meine Kosten kommen. Why have you come back, Upworlder? Do you come to mock us in our suffering as this disease destroys? Ja, genau, das hatte ich sowieso vor. Ich fürchte, ich muss euch neutralisieren, damit ihr niemanden anstecken könnt. Oh, der ist schon tot. Okay. Die ist schon tot, meine ich. Tja. Gut. Haben wir das geklärt? Dann haben wir uns um die Kranken gekümmert. Ich brauche nochmal Heilung, bitte. Danke. Eigentlich ein bisschen komisch, dass sie jetzt nicht sagen, oh, was seid ihr für ein Monster? Ihr habt die Leute da drin umgebracht. Ja, den war nicht mehr zu helfen anscheinend. Mission hat wieder... ist wieder in Gedanken versunken. Hey, there. What can I do? Ey, alles in Ordnung? Hey, wie wär's denn, wenn wir unser Gespräch fortsetzen und mal über deinen Bruder reden? I was a little snappish when we last talked. I'm sorry about that. I get a little touchy when it comes to Griff. It's kind of embarrassing telling people about him. Wieso ist das denn peinlich? Und wenn du mir nichts darüber erzählen willst, dann musst du mir das auch nicht erzählen. Zalbar is a great listener, but it might be nice to talk about this with someone who doesn't reply and growls and grunts. I never knew my parents. My brother always looked out for me. He's the one who brought me here to Tars. I was just a kid, only 5. But I remember the trip, if you could call it that. We were stepped inside a packing crate in a Starfighter's cargo hold with just enough food and water to make the trip. Not exactly first class, you know? Okay. Also wart ihr gewissermaßen blinde Passagiere? I was pretty young, but my brother owed a lot of money. Might even have been a few arrest warrants out for him, I don't know. The only way to get off the planet was to smuggle ourselves out. I mean, I don't want to make it sound like we were criminals. Well, maybe my brother was. See, this is why I don't like to talk about it. It makes Griff sound worse than he really was. My brother had his problems, but he always looked out for me. Okay, welche Probleme hatte denn dein Bruder? Wenn er Schulden gehabt hat, was hatte das denn für einen Grund? Hat er irgendwie Spielprobleme gehabt vielleicht? And drank. And he was always borrowing money for his latest get-rich-quick scheme. But he had a good heart, you know? He taught me how to survive. Showed me how to slice into a computer security system. How to get inside a locked building without the entrance codes. And how to spot a wealthy mark for a quick shell game. Das sind richtig praktische Fähigkeiten, muss ich durchaus sagen, Mission. Ich kenne mich da auch so ein bisschen mit aus. I really miss him since he left. I keep hoping he'll come back someday. He promised me he would. Oh, warum hat er dich denn alleine gelassen? It's all Lena's fault. She's the one who took him from me. Just batted those long lashes at him and off he went. Wer ist denn Lena? Just the thought of that space tramp makes my blood boil. Subject's closed, as far as I'm concerned. If I'm gonna be any help to you, I can't be worrying about my brother running off with some intergalactic skank. So is there something else you need?
Nö, nö, dann vergiss es, dann reden wir später vielleicht darüber. Gut. I saw you talking with Rukul. He told you his legends about the Promised Land, didn't he? He told you all about his missing apprentice and the other lost explorers, right? You know, most people don't believe his stories. They figure he's nothing but an old kook. But I think there might be some truth in what he's saying. That's why I want to stop him. Ihn aufhalten? Warum wollt ihr ihn denn davon aufhalten? I've got things pretty good. The village relies on me to bring in food and supplies. I'm an important man. If it wasn't for Gendar, I'd be running this place. I get the feeling if it wasn't for Gendar, this place would be a lot worse off than it is. But if Rukul ever finds his promised land, I'm sunk. People won't need to rely on me anymore. I'll just be another nobody like all the rest of the villagers. I won't let that happen. Also, ihr wollt also, dass ich etwas für euch tue. Was genau soll ich denn für euch tun? Was schwebt euch denn da vor? Ich meine, wenn die Bezahlung stimmt, können wir über alles reden. The promised land might have found something. They might have found clues or evidence, just like Rukul's apprentice. They would have recorded that information in their journals. I'll pay you if you bring all three journals to me. The two from the explorers and the one from Rukul's apprentice. Then I can destroy the evidence and make sure nobody ever finds the promised land. I've saved up enough credits for my business here to make it worth your while if you help me. Das klingt nach einem durchaus guten Geschäft. Wir werden mal schauen, was sich damit machen lässt. Once you have all three journals, just bring them to me and I'll give you a decent reward. Now, was there something else you needed? Nö, ich werde mich dann jetzt auf die Suche machen. Okay, you'll come back and see me if you want a deal. Ja, bestimmt. Na gut, es sieht so aus, als hätten wir jetzt tatsächlich hier in den Slums alles gemacht. Jetzt könnten wir weitergehen in Richtung der Kanalisation. Wir haben da ja verschiedene Eingänge, Rettungskapseln. Da waren wir, glaube ich, schon. Da war der Republik-Offizier, glaube ich. Oder? Waren wir da? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da waren. Ansonsten können wir jetzt zur Kanalisation weitergehen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge, werden wir das dann machen und dann mal schauen, wie es in der Kanalisation aussieht. Ich habe ja den Eindruck, es kann nicht viel schlimmer aussehen, aber lassen wir uns überraschen. Naja, ich sag mal, bis dann. Tschüss.